Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Montag, dem 20. August 2020. Auf meine letzte Sondersendung zu diesen inkonsistenten, aus meiner Sicht undurchdachten Bundesratsbeschlüssen hat mich sehr viel Post von Ihnen erreicht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin geradezu überschwemmt worden von Mails und das meiste davon sehr, sehr positiv zustimmend. Man hatte Verständnis dafür, dass ich die Tonalität etwas verschärft habe. Bei allen, denen es zu weit ging, bitte verzeihen Sie. Ich fühlte mich einfach genötigt, hier etwas deutlicher herauszuarbeiten, wo die Inkonsistenzen, wo die Probleme liegen und auch die Schattenseiten dieser bundesrätlichen Beschlüsse. Und ich bleibe bei diesem Befund. Wir sind nach wie vor nicht in der Lage, schlüssig zu beurteilen, ob diese ganze Lockdown-Strategie des Bundesrates wirklich richtig war. Und nur die Tatsache, dass alle anderen das auch gemacht haben, ist noch lange nicht ein Beweis dafür, dass die Maßnahme richtig ist. Schweden ist nach wie vor auf einem anderen Kurs. Auch Holland fährt eine intelligentere Lockdown-Strategie, in dem Sinn intelligenter, jetzt differenzierter, würde ich einmal sagen, mit weniger wirtschaftlichen Risiken verbunden, ebenso Schweden. Ich sage das, ich betone das immer vor dem Hintergrund, dass Schweden ein ganz anderes Land ist als die Schweiz, mit anderen Ballungsräumen, mit anderen Flächenverhältnissen. Die schwedische Einsamkeit in den sumpfigen Wäldern, wo vor allem Insekten sind und ein paar Eishockeyspieler, die da diesen Kautabak kauen, stoisch. Diese Bilder haben sich uns eingeprägt. Das ist ein anderes Land, das ist mir schon klar. Aber ich betone das hier, wir haben im Moment keinen Grund zu irgendeiner Selbstzufriedenheit im Zusammenhang mit unserer Lockdown-Strategie. Es ist sehr, sehr gut möglich, dass wir in einem Jahr sehen werden, dass es die Schweden, dass es die Holländer intelligenter gemacht haben als wir. In diese Richtung gehen auch Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die sehr zu reden gegeben haben, auf dem Internet, in den sozialen Netzdiskursen. Und zwar ist auch ein Professor Stefan Homburg, ein Finanzwissenschaftler der Universität Leipzig, jetzt kein Epidemiologe in Erscheinung getreten, aber sicherlich jemand, der eine Statistik lesen kann. Und das Robert-Koch-Institut, das ist jenes Institut, das in Deutschland die Regierung berät, hat eine Kurve dargelegt bezüglich der Ansteckungsintensität dieses Corona-Erregers in der Zeitachse. Und sie haben einfach festgestellt, dass die Ansteckungsintensität, also quasi wie viele Menschen stecke ich an, wenn ich selber infiziert bin, das ist zwar am Anfang sehr, sehr hoch, bei etwa, glaube ich, 2,5, 3 fast schon zum Teil gemessen, dann ist das heruntergegangen, ganz markant auf unter 1. Und nach dem Lockdown in Deutschland ist keine Veränderung dieser Ansteckungsintensität zu beobachten gewesen. Also dieses Robert-Koch-Institut, so werden diese Zahlen interpretiert, zeigen, dass der Lockdown in Deutschland nicht zu einer Verlangsamung geführt hat. Es ist einfach gleich geblieben. Die Ansteckungsintensität war vor dem Lockdown genau gleich wie nachher. Und das ist nach wissenschaftlicher Methode an sich ein Beweis dafür, dass der Lockdown in Deutschland nichts gebracht hat. Der Tagesanzeiger hat, glaube ich, vor 10 Tagen, behaften Sie mich nicht darauf, eine Titelgeschichte gemacht in der Samstagsausgabe, wo man auch mit ETH-Zahlen, also Eidgenössische Technische Hochschule, Zahlen geliefert hat, die genau in diese Richtung gegangen sind. Also wir hinterfragen hier in dieser Sendung diese Selbstzufriedenheit, diese skurrile Selbstzufriedenheit der Regierung im Zusammenhang mit ihrer eigenen Strategie. Und wir kritisieren hier vor allem auch den undifferenzierten, pauschalen Ansatz mit Blick auf diese Corona-Pandemie. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen nämlich da die beunruhigendsten Zahlen anschauen und einmal analysieren, wie beunruhigend die eigentlich wirklich sind. Und das Beunruhigendste ist natürlich die Sterblichkeit bei einem Virus. Also abgesehen davon, wie ansteckend das etwas ist, dann ist natürlich die Sterblichkeit ein Problem. Wenn Sie an Tollwut erkranken, zum Beispiel, haben Sie eine, glaube ich, fast 100%ige Sterblichkeit. Das ist eine ganz gefährliche Krankheit, die Sie haben.
jetzt beim Coronavirus, bei diesem neuartigen Erreger, mit dem wir hier konfrontiert sind, ist das Bild eben verfälscht. Und das Bild wurde nicht, ich sage es jetzt absichtlich, verfälscht, aber man hat das einfach quasi so mitgenommen. Und das Problem sind natürlich diese Zahlenreihen, die da immer wieder heruntergebetet werden zwischen den gemessenen Fällen, die jetzt in der Schweiz etwas über 27.000 sind, und dann den Todesfällen, die an oder mit oder im Zusammenhang mit Corona, so wird das ja dann zum Ausdruck gebracht, im Umlauf sind. Und diese Zahlen geben einfach ein falsches Bild, weil die gemessenen, getesteten Werte und dann die Toten, die man dagegen schaltet, oder die Verstorbenen, das gibt dann einen sehr hohen Wert. Zum Beispiel in Holland ist man bei etwa 11% angelangt. Aber das stimmt so nicht. In Holland wurden Tests gemacht, wo sie die tatsächliche Verbreitung des Virus, nicht einfach die gemessene an Tests von Leuten mit Symptomen, haben sie nicht diese Zahl genommen, sondern sie haben das untersucht und sind gemäß einer Studie zum Schluss gekommen, dass 3% der ganzen holländischen Bevölkerung bereits Antikörper entwickelt hat gegen dieses Coronavirus. Das heisst, die Schlussfolgerung, dass etwa 20 Mal mehr Menschen als die, die da ausgewiesen werden in diesen berühmten Statistiken, John Hopkins Universität, 20 Mal mehr Menschen sind von diesem Coronavirus angesteckt worden. Und wenn natürlich die Zahl, die Verbreitung des Virus 20 Mal größer ist, dann ist natürlich die Sterblichkeitsrate umgekehrt 20 Mal kleiner, und da sind sie dann von diesen 10%, die man gemessen hat, sind sie dann plötzlich auf 0,5%, auf 0,6%. Es ist immer noch mehr als bei einer normalen Grippe, aber sie müssen auch da wieder genau sein. Diese 0,6% oder 0,5%, die jetzt in Holland aus diesen Zahlen herausgehen. Übrigens, die Werte habe ich von Statista, das ist eine anerkannte Webseite. Wenn Sie das anschauen, dann stellen Sie eben fest, dass diese Sterblichkeit auch nicht über alle Altersgruppen gleich verteilt ist. Im Gegenteil, selbst in Corona-Hotspots, wie beispielsweise New York, das wird ja in den Medien breitgeschlagen, wie New York stark betroffen sei von diesem Virus. Das stimmt, aber die Amerikaner haben auch hier die Zahlen genau ausgewertet, und zum Beispiel, wenn sie zu einer Gruppe von, wenn sie unter 45 sind, nicht übergewichtig sind, nicht rauchen, keine schwerwiegenden Herz- oder Lungenvorerkrankungen gehabt haben, dann ist die Chance, dass sie an Corona oder an dieser Covid-19-Krankheit sterben könnten, tendiert gegen null, ist dann also kleiner als die Unfallwahrscheinlichkeit im Straßenverkehr bei der Gruppe der unter 45-Jährigen. Wenn sie dann noch weiter bei den 30-Jährigen sind, 25-Jährigen, dann ist dann noch einmal geringer. Und natürlich nimmt das Risiko dann zu, je älter und je kränker sie sind. Das liegt etwas in der Natur unserer Existenz, wenn man so will. Aber der Punkt, worauf ich hinaus will, ist einfach, diese Sterblichkeitsraten sind erstens viel tiefer als diese Zahlen, die täglich in den Medien, in der NZZ, in 20 Minuten, im Tagesanzeiger, auf den Webpages gebracht werden, wo man die getesteten, gemessenen Fälle hat und die Verstorbenen. Das gibt einen ganz falschen Eindruck. Aufgrund der Zahlen in Holland sehen wir, 20 Mal mehr haben sich eigentlich angesteckt. Das heißt, die Sterblichkeitsraten sind bis zu 20 Mal tiefer. In Deutschland hat man ja in einer Gemeinde auch so eine Messung gemacht und ist dann auf eine Sterblichkeit über alle Alters- und Risikogruppen hinweg von 0,37% gekommen. Und Sie erinnern sich, die WHO hat am Anfang noch mit Zahlen wie 3,8% gesprochen, und man hat überhaupt nicht differenziert zwischen den verschiedenen Risikoprofilen. Und das ist eben irreführend und das ist falsch. Und eine Politik, die auf solchen irreführenden Interpretationen aufbaut, muss zwangsläufig falsch sein. Und das ist die Kritik an den bundesrätlichen Maßnahmen. Das ist eben auch ein Pauschalansatz, der so tut, als ob alle Menschen gleich betroffen und bedroht seien von diesem Coronavirus. Und das ist natürlich die Essenz der bundesrätlichen Strategie. Frau Bundespräsidentin Sommaruga hat bereits in der allerersten Pressekonferenz den falschen Satz gesagt, wir seien alle gleichermaßen von Corona betroffen. Das ist ein Originalzitat aus der ersten Pressekonferenz des Bundesrates. Und es ist einfach falsch, meine Damen und Herren, das stimmt nicht. Wir mögen psychologisch, emotional gleichermaßen betroffen sein. Wir mögen als Land nicht verschont werden durch so eine Pandemie oder eine Epidemie, wie man das immer ausdrücken möchte. Das ist richtig.
aber mit solchen Begriffen vernebeln sie, dass eben nicht alle Alterskategorien da gleich betroffen sind. Im Gegenteil, je jünger und gesünder sie sind, desto weniger haben sie zu befürchten. Und das ist es ja, was wir jetzt wissen, dass, und das wissen wir immer genauer, immer präziser, wer stirbt an diesem Virus, wer ist da in besonderer Weise gefährdet. Und da liegen die Zahlen ja mittlerweile auf dem Tisch. Wir sehen es ja in der Schweiz, der Altersmedian liegt bei 84 Jahren, das heißt 50% der Fälle über 84, 50% der Fälle unter 84, wobei der Großteil dieser Fälle dann wiederum zwischen 75 und 84 liegt, also in der Stufe der Hochbetagten, der Risikopatienten. Und eine Politik, meine Damen und Herren, die nun die Risikopatienten gleich behandelt wie die Nicht-Risikopatienten, das ist eine völlig verrückte Politik. Das ist ganz falsch. Menschen, die nicht gleich, indem sie ausgesetzt sind einer Gefahr, gleich zu behandeln. Weil das ist die Urfrage der Gerechtigkeit, ist ja Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Und was wir in dieser ganzen Corona-Situation machen, ist, dass wir Ungleiches gleich behandeln. Und das ist komplett falsch. Und das ist immer noch nicht wirklich durchgekommen und durchgedrungen im politischen Diskurs, in der Auseinandersetzung jetzt mit diesen bundesrätlichen Entscheidungen. Es ist etwas mehr Kritik daran geäußert worden am Wochenende, auch aufgrund dieser Branchen, die da zum Teil von diesen Lockerungsmaßnahmen des Lockdowns vergessen wurden, zum Beispiel die Gastrobranche wurde einfach vergessen, Sport, Golf, Tennis und so weiter, die wurden einfach komplett vergessen, weil diese Bundesbehörden nicht in der Lage waren, entsprechende Exit-Strategien zu formulieren. Und dadurch hat sich jetzt am Wochenende etwas die Kritik verschärft, im Sinne der Weltwoche, im Sinne dieser Sendung, wie wir das hier seit Wochen sagen. Also es ist Wahnsinn, mit anderen Worten, Ungleiches gleich zu behandeln, all diese Gruppierungen da in den gleichen Topf zu werfen. Genau das allerdings macht der Bundesrat und hätte in dem Sinn, wenn man die Zahlen einfach zugrunde legt, ganz klar zum Schluss kommen müssen, dass man möglichst schnell die Wirtschaft wieder öffnet, möglichst schnell die Menschen der nicht gefährdeten Gruppen wieder ihrem normalen Alltag bestreiten lässt, aber dass man die entsprechenden Schutzmechanismen offen hält für jene Menschen, die speziell bedroht sind. Und verstehen Sie mich auch hier richtig, weil da lauern Sie schon draußen im Internet und wollen einem alles im Mund herumdrehen. Ich sage nicht, das Leben von einer Person, die da bedroht ist, ist weniger wert als das Leben einer Person, die mehr bedroht ist, ist weniger wert als was weniger bedroht ist. Das ist nicht mein Punkt. Es geht nicht um die Bewertung der verschiedenen Alterskategorien, überhaupt nicht. Es geht einfach darum, eine vernünftige Politik zu machen, die dem Risikoprofil und die dem Charakter dieses Erregers angemessen ist. Und das beobachten wir, je mehr, dass wir wissen, dass die Politik eben nicht angemessen ist. Es kommen sogar Zweifel auf, fundamentale Zweifel, ob die Lockdown-Strategie richtig ist. Bleiben wir hier aber auch bescheiden. Wir können auch noch nicht sagen, dass Schweden es wirklich richtig gemacht hat. Das sehen wir dann am Schluss der Abrechnung. Ganz einfach, wenn Schweden mit weniger Todesfällen durchkommt, ohne die Wirtschaft in der Art und Weise an die Wand zu fahren, wie das die Schweiz macht, dann haben es die Schweden besser gemacht. Wenn sie pro Einwohnerzahl viel höhere Todeszahlen haben, dann haben es die Schweden schlechter gemacht. Das können wir aber im Moment nicht sagen. Sie dürfen sich deshalb auch nicht von diesen Statistiken der saisonalen Sterblichkeit allzu sehr beirren lassen. Wir stellen jetzt fest, dass die Zahl der Verstorbenen mit oder an Corona etwas über den erwartbaren Raum, die erwartbare Kurve hinweggegangen ist. Sie sind etwas höher, noch nicht ganz so hoch wie bei der Grippepandemie 2015, aber es geht etwas in die Richtung. Man muss dann aber auch hier wieder die ganze Jahresabrechnung anschauen. Ich meine, wenn das kann ja sein, dass jetzt eben saisonal dann mehr Menschen sterben, nachher dann wieder weniger. Das ist so in dem Sinn dann zu betrachten. Also hier immer aufpassen, dass man auch die falschen Schlüsse zieht in die eine oder in die andere Richtung. Was wir auch wissen, was todsicher ist, was wir im Moment feststellen und was sicher Gültigkeit hat, ist, dass es wird nicht eine Rückkehr in eine Normalität geben vor Corona. Das ist so auszuschließen. Was wir hier feststellen, ist Unsicherheit, ist
Ungewissheit, die allerdings sich in bestimmten Bahnen Gesichter Evidenz bewegt. Also wir haben die Gefährdungsgruppen, wir haben die Risikogruppen und wir sehen die, die am ungefährdetsten sind. Einfach noch eine kleine Zahl dazu. In New York sind, und das ist der Hotspot in den USA, sind bei den unter 45-Jährigen ohne Vorerkrankungen etwa 20 Menschen an oder mit Corona gestorben. Das ist ganz wenig innerhalb der Gruppe der Großen und auch der Gesamtzahl der Verstorbenen. Also das Risiko dort sehr, sehr gering, je jünger und je gesünder sie sind, einfach das zu unterstreichen. Aber wir sind hier im Bereich der Ungewissheit in dem Sinn, dass wir auch keine Ahnung haben und die Regierung auch keinerlei Ausblick in dem Sinn offeriert. Wir wissen nicht, was passiert, wenn der Lockdown wieder aufgeht, ob dann die Ansteckungen massiv nach oben gehen oder nicht, ob sich dieses Virus dann mehr oder weniger ausgefressen hat. Das ist die These eines bedeutenden israelischen Forschers, Isaac Ben Israel. Wir werden den übrigens in der nächsten Weltwoche drin haben. Er hat gesagt, dass unabhängig von der Strategie, die ein Land angewendet hat, diese Corona-Pandemie etwa 8 Wochen dauert und dann sozusagen nach einem eigenen inneren Rhythmus, aufgrund der Studie von 24 Ländern, die Schweiz hat er auch untersucht, ist er zu diesem Schluss gekommen, dass also egal was wir machen, nach 8 Wochen ist das Ganze massiv abgeschwächt. Das ist jetzt so quasi die optimistischste These. Ich bin jetzt da noch nicht ganz so weit persönlich. Vielleicht hat er recht, ich weiß es nicht. Ich sage einfach, wir beobachten, dass diese Zahlen zurückgehen, unabhängig von Lockdown-Strategie oder Lockdown-Strategie. Wir beobachten, dass das Risikoprofil sich bestätigt von Land zu Land. Wir sehen, dass dieses Virus nicht ein mutierender Superkiller ist, der jetzt unbesehen der Alterskategorien alle tötet. Wir sehen auch, dass unsere Zahlen irreführend sind. Wir sehen, dass diese Sterblichkeitsraten viel, viel tiefer sind als ursprünglich angenommen und dass man sie auch nach Alterskategorien und Risikokategorien differenzieren muss. Aber es gibt noch Unbekannte, es gibt Ungewissheiten und mit dem Leben, da jongliert man nicht, das ist auch verständlich, das machen wir nicht. Also Ungewissheit gehört dazu, auch ein gesteigertes Risiko, eben dieses Virus mit seinen unabsehbaren Wirkungen einzufangen, das ist eine Tatsache und das heißt eben, dass wir uns daran gewöhnen müssen, mit diesem Virus irgendwo umzugehen und zu leben. Impfstoffe, da sind wir noch relativ weit entfernt. Wenn ich in die Medien schaue, wenn ich etwas in die wissenschaftlichen Publikationen schaue, dann sehe ich, dass dort die Hoffnung eigentlich am meisten jetzt auf Behandlungsmethoden ausgerichtet ist. In den USA hochinteressant, wie die Debatte dort läuft. Ich verfolge das etwas. Das sind jetzt aus einzelnen Spitälern, wird jetzt gemeldet, dass zum Beispiel die Bauchlage von Patienten offensichtlich sehr viel bringe, wenn jemand mit Corona-Infektion hospitalisiert wird, wenn man den nicht auf den Rücken, sondern auf den Bauch legt, den Patienten, habe ich das eine positive Wirkung. Ganz etwas Interessantes wurde von einem Spital, von einem namhaften Arzt so festgestellt. Es gibt auch ein Behandlungsmedikament der Firma Gilead, das im Moment im Testverfahren drin ist, bei etwa 113 oder 100 Probanden hat man das eingesetzt. Die Ergebnisse liegen noch nicht da. Es gibt aber so Video-Interviews mit Leuten, die daran beteiligt sind und die da etwas Positives sagen. Da ist man aber auch noch nicht so weit, gesicherte Erkenntnis zu haben. Also wir werden uns, verstehen Sie mich nicht, wir werden uns auf eine Welt mit diesem Virus, der einfach im Moment noch etwas gefährlicher ist als die Grippe, werden wir uns beschäftigen müssen, werden wir leben müssen. Und darüber redet eben der Bundesrat auch nicht. Der Bundesrat in der Schweiz ist in einer Rhetorik der totalen Risikovermeidung. Also er spricht uns eigentlich an mit der Erzählung, ja gut, wir werden jetzt alles unternehmen, um da möglichst diese Kurven nach unten zu bringen, um Todesfälle zu vermeiden. Dabei müsste die Regierung ja die Leute damit konfrontieren, dass wir in uns eine Welt bewegen, in der wir vielleicht, vor allem in bestimmten Gruppierungen, Menschengruppen mit Risikoprofilen, mit mehr gesteigerter Sterblichkeit vielleicht zu rechnen haben. Also man muss die Leute jetzt eigentlich daran gewöhnen, nicht zu Hause zu bleiben und nichts mehr zu machen und sich zu verstecken, sondern man muss die Leute jetzt eigentlich ermutigen, sie auf die Risiken einstellen, wenn man jetzt als Leadership vom Bundesrat her kommt. Denn so wie es jetzt ist, mit dieser Null-Risiko-Strategie,
null Risiko für die Politik, notabene. Die müssen ja nicht gerade stehen für das, die müssen sich nicht bezahlen, die Forscher müssen für ihr Unwissen auch nicht hinstehen, im Forscher sich da mit falschen Modellen an die Öffentlichkeit gewendet haben. Aber die Wirtschaft, die zahlt das. Und ich habe gerade heute Morgen wieder ein E-Mail bekommen von einem Bekannten von mir, der ein Autocenter unterhält, und das ist einfach existenziell. Die verlieren einfach pro Woche, verlieren die eine halbe Million, einfach eine halbe Million Franken Geld. Das ist einfach Woche für Woche, geht das raus. Die Volkswirtschaft in der Schweiz pro Tag 500 Millionen im Lockdown drin, geht weg. Wir haben in den USA jetzt eben die Situation, 22 Millionen Arbeitslose. Das hat es so einfach noch gar nie gegeben mit einem solchen Zusammenbruch. Und das sind massive Zahlen. In der Schweiz 15 bis 20 Milliarden Franken volkswirtschaftlicher Schaden mit jedem Lockdown-Monat. Das ist auf Dauer nicht zu verkraften. Das hat eine unglaubliche Folge von Wirkungen, höhere Steuern, höhere Abgaben, höhere Verschuldung. Das kann bis zu Währungskrisen gehen. Das sind wirklich dramatische Geschichten. Und man muss hier wieder einen Weg finden, schleunigst diese wirtschaftlichen Schäden, die auch auf die Gesundheit durchschlagen, mit diesen Corona-Verhinderungsstrategien auszubalancieren. Und unsere Landesregierung, das hat sie jetzt dokumentiert, mit dieser Lockdown-Lockerung, die eigentlich eine nur minimalste Lockerung bringt, ist anscheinend nicht bereit, zumindest in der Mehrheit nicht bereit, diese Abwägung, diese Güterabwägung oder diese Abwägung von zwei Übeln realistisch vorzunehmen, sondern man ist auf einem typisch politischen Risikominimierungskurs für die Politik auf dem Rücken der Steuerzahler, auf dem Rücken vieler Branchen, auf dem Rücken letztlich der Wirtschaft. Und alle, die dagegen argumentieren, werden dann so etwas leichtfertig weggeputzt in die Zynikerecke, nicht? Das sind dann die Menschenverachter. Ja, ihnen ist das ein Köppel. Ihnen sind ja diese Menschenleben egal. Sie sind da. Ihnen geht's nur ums Geld. All dieser Schwachsinn, der da dann herumerzählt wird, das Verlegenheit. Nein, um das geht's nicht. Es geht darum, hier eine realistische Politik zu machen auf der Grundlage richtiger und verlässlicher Zahlen. Und das ist im Moment nicht der Fall. Alles wird in einen Topf geworfen, alles wird undifferenziert, überängstlich, mit Folgen, die aber andere dann auszubaden haben, obrigkeitsmäßig durchgedrückt. Und das ist gefährlich, und deshalb werden wir hier in der Weltwoche sicherlich auch den Widerstand und die besten Argumente, und hier geht es um die besten Argumente dagegen bringen. Auch in der nächsten Weltwoche müssen wir schauen, haben wir einige der großen Exponenten dieser kritischen Sicht hier im Blatt. Ja, ich wechsle jetzt in die Tagesnachrichten. Was haben wir sonst? Ja, kein Sechse, Leute, nicht als Zürcher. Das ist natürlich auch eine ziemlich existenzielle Sache. Das Sechse, Leute, in der Stadt Zürich ist ein Traditionsanlass, der sich eigentlich von fast gar nichts aus der Agenda verdrängen lässt. Jetzt sind wir also auch in dieser Situation hier angekommen. Dann eine interessante Umfrage auf diesem Portal 20 Minuten, und zwar zum Thema Masken. Die Schweizerinnen und Schweizer befürworten eine Maskenpflicht. Sie sind der Meinung, Masken würden etwas bringen in der Verhinderung der Ansteckung sowieso, aber auch im selber sich anstecken. Sie erinnern sich, die Aussagen von Gesundheitsminister Berse am letzten Freitag, komplett falsch. Er sagte, was bringt es Menschen zu testen, die gesund sind? Wir müssen doch die nicht testen. Ja, Entschuldigung, sie können als Corona-infizierte Menschen anstecken, ohne selber Symptome zu haben. Also ist das Testing wichtig, aber das Testing, sie werden nicht 8 Millionen Menschen testen können, das ist Unsinn. Aber sie können den Leuten eine Maske geben, damit sie andere nicht anstecken, auch wenn sie selber keine Symptome haben. Das ist Grundlagenwissen, das in der Regierung hier so nicht vermeldet wird. Und die Leute glauben es nicht. Sie durchschauen es langsam. Also gemäß dieser Studie, hochinteressant, 60% der Befragten fühlen sich durch das Bundesamt für Gesundheit, fühlen sich durch den Bundesrat in die Irre geführt bezüglich Masken, sind der Meinung, man sage dort nicht ganz ehrlich die Meinung. Und das ist ja auch die These dieser oder die Beobachtung, die Aussage unserer Sendung hier, dass einfach der Bundesrat immer beteuert hat, ja nein, die Masken, die braucht ihr nicht, die Masken sind unwichtig, die bringen gar nichts. Und da muss er dann zugeben, dass sie einfach nicht genügend Masken haben. Ich meine, das sind derart, das ist also fast
schon wie in der Primarschule, wie hier geschwindelt wird, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Sie sehen, es ist dem Bundesrat nichts Menschliches fremd. Es ist einfach eine ernste Sache. Und weil wir diese Masken nicht haben, können wir eben auch nicht auftun, sind das eben Getriebene ihrer eigenen Versäumnisse. Und die Leute durchschauen das also. Die Leute sind der Meinung, selbstverständlich brauchen wir diese Masken. Auch der Bundesrat orientiert da zu wenig gut. Bei der Nutzung anonymer Handydaten, da ist man etwas zurückhaltender. Also die Schweizerin legen Wert auf eine gewisse Privatsphäre, die hier ist, dann sind fast alle für eine Öffnung der Coiffeursalons. Ich habe nichts gegen Coiffeuröffnungen, großartig. Ich habe den Eindruck, die Tatsache, dass man die Coiffeure jetzt so privilegiert behandelt im Sinne der Lockdown-Lockerung, das ist ein Indiz darauf, dass eben doch die Frauen die Hosen anhaben in unserer Gesellschaft, denn für Frauen ist der Gang zum Coiffeur doch noch etwas essentieller als jetzt für den Mann. Wir können das etwas da hinten zusammenscharren und hinter die Ohren bringen. Bei Frauen ist dann natürlich auch der Kontrollblick der anderen Frauen ausgeprägter. In dieses Thema will ich jetzt hier nicht einsteigen, aber es gibt natürlich auch eine Gender-Dynamik in dieser ganzen Corona-Geschichte drin. Dann nur ein Drittel sei für Restaurant-Wiedereröffnungen. Das ist interessant. Also man ist hier der Meinung, die Restaurants seien doch vielleicht etwas gefährdeter als Hotspots und potenzielle Virenschleudern. Aber auch da, ich habe mit Restaurateuren gesprochen, wir werden auch Interviews in der nächsten Ausgabe bringen. Es gibt da Maßnahmen ganz praktischer Art, wie die Restaurants durch weniger Tische, auch durch modische Gesichtsmasken, das kann man ja auch ästhetisch sozusagen ins Gesamtkonzept der Gastronomie einbetten. Hier gibt es doch Möglichkeiten, man könnte anstatt spezielle Rauchräumchen, könnte man auch Räume machen, wo betagtere Patienten, Risikogruppen vielleicht ihren Wein und ein gutes Essen genießen können in der Öffentlichkeit. Also hier muss man auch aufpassen, dass man bei solchen Einschätzungen sich nicht in eine Art Hypnose, Angsthypnose durch diese Regierungsobrigkeitsmaßnahmen hinein versetzen lässt. Also das hier so etwas die wichtigsten Befunde von dieser Umfrage, aber interessant vor allem im Zusammenhang mit den Masken. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt hier in den News. Wahlen trotz Corona, politische Rechte trotz Corona. In den Kantonen läuft die Politik. Wir haben gestern gesehen, in St. Gallen, zweiter Wahlgang, Regierungsrat, im Gegensatz zum Kanton Thurgau übrigens der zweite SVPler nicht gewählt. Beat Tinner, der FDP, herzliche Gratulation, vor Michael Götte, der SVP. Aber Sie sehen, dass wir haben im Kanton Schwyz, wir haben im Kanton Thurgau, im Kanton St. Gallen, hatten wir Wahlvorgänge. Das heißt also, die demokratischen Rechte konnten ausgeübt werden. Und auch hier bleiben Sie hellhörig. Bundespräsidentin Sommaruga hat in einer in der für sie typischen pathetischen Unbestimmtheit hat sie weggewischt vom Tisch die Konkretisierung eines Abstimmungstermins bei der Begrenzungsinitiative. Und das ist jetzt eine Ferndiagnose, jetzt nicht gesichertes Wissen, das ist einfach mein Eindruck. Subjektiv machen Sie damit, was Sie wollen. Ich glaube, der Bundesrat in der Mehrheit hat panische Angst vor dieser Begrenzungsinitiative. Das Coronavirus hat denen einen ganz großen Strich durch die Rechnung gemacht. Die spüren natürlich auch, dass jetzt das Bewusstsein in der Bevölkerung ist. Zuerst muss man vielleicht jetzt für die Schweiz schauen, bevor wir da wieder den Ausverkauf machen für die ganze Welt, für die ganze EU, schauen wir mal für uns zuerst. Und Grenzen sind vielleicht nicht das Dümmste. Begrenzen, eindämmen, mitigieren und so weiter, Schutz vor etc., unkontrollierten Virenbewegungen. Das hat natürlich eine Wirkung gehabt auf die Leute und das wird auch eine Wirkung haben auf das Abstimmungsverhalten. Das ist doch keine Frage. Und das spüren sie und darum hat Frau Sommaruga nennen wir den Begriff skandalös nicht, auf fragwürdige Weise hat Frau Sommaruga hier einfach Fragen nach dieser Begrenzungsinitiative weggewischt. Die möchten das möglichst lange herausschieben.
Sie hat dann auch gesagt, es sei ganz wichtig für solche Vorgänge, Abstimmungen, dass man sich treffen könne, Wahlversammlungen, das sind doch vorgeschobene Argumente. Ist etwas an den Wahlen im Kanton St. Gallen, im Kanton Thurgau nicht in Ordnung, nur weil man dort jetzt keine großen Versammlungen und Streitgespräche und Podiumsgespräche machen sollte? Ich jetzt als Parteimitglied der SVP bin ja sozusagen nicht ganz objektiv angeblich hier unterwegs, wenn man den anderen Medien, wenn man das glaubt, was den Unsinn, das sie erzählen. Ich könnte mich jetzt auch sagen, ja, eben der Goethe ist da nicht gewählt worden aufgrund der Corona-Krise und er konnte halt nicht genügend Leute mitreißen an öffentlichen Veranstaltungen. Das ist doch dummes Zeug. Diese Wahlen sind doch alle einfach frei gelaufen. Also man muss hier zurück zu den politischen Rechten. So funktioniert das nicht. Kurz, ja, die Nationalbank hält sich zurück in der Schweiz, noch keine Geldschwemme als Konjunktur-Methadonprogramm, wenn man so will. Das ist vernünftig, nicht zu viel zu machen. Dann Parlamentsamt als Cashmaschine. Sie können sich erinnern, ich habe im letzten Jahr im Zuge meiner eigenen Wahlkampfbestrebungen, da habe ich nach den Sommerferien das Thema lanciert, Parlamentarier, die dieses Amt als Cashmaschine, als Bankomat, als Bereicherungsinstitut für sich in Anspruch nehmen, habe das auch persönlich namhaft gemacht. Das hat dann nicht nur Freude ausgelöst dort, aber es war einfach korrekt und richtig. Ich meine, wenn Leute über 20 Nebenmandate haben, wahnsinnig viel Geld verdienen und diese Sitzungen abhalten in Bern, einfach um Cash zu machen, dann stimmt etwas nicht mehr in unserem System und dann stimmt etwas nicht mehr in der Optik, wenn wir anfangen, Politiker zu vergöttern, die einfach 100% Sitzungsgelder abholen in Bern, unbesehen dessen, was sie sonst noch machen. Ich wurde dann natürlich fürchterlich kritisiert. Ganz schlimm. Man hat mir dann jede Sitzung um die Ohren geschlagen, natürlich nicht in Bern teilgenommen habe, auch wenn ich gleichzeitig irgendwelche Veranstaltungen gemacht habe im Wahlkampf, also politisch sehr wohl aktiv war. Das wurde dann natürlich alles sozusagen als kollektive Cruise-Missile gegen mich gedreht und die Medien hatten überhaupt kein Musikgehör über diese, zu dieser Kritik an den Cash-Maschinen-Parlamentariern, die einfach Geld reinkrallen durch ihre Sitzungspräsenz. Was sehe ich gestern für einen Artikel im Sonntagsblick? Im Sonntagsblick keine späte Genugtuung. Ich weiß auch ungefähr, wie der möglicherweise welche Quelle da den Sonntagsblick informiert hat. Könnte das nächste Mal in die Weltwoche wiederbringen. Aber es ist ja schön, dass auch der Sonntagsblick bringt. Also Parlamentarier haben jetzt Anträge gestellt, meine Damen und Herren, dass sie auch Sitzungsgeld bekommen sollen für Sitzungen, die gar nicht stattgefunden haben. Das ist also eine neue Steigerungsform. Ich habe im letzten Herbst habe ich Sessionen gesehen, da hat man Sitzungsgelder kassiert, während man gleichzeitig eine Degustation von afrikanischem Bier abgehalten hat in der Galerie des Alp, hat aber nicht an den Debatten teilgenommen, aber das Bier probiert und die Sitzungsgelder kassiert. Jetzt also die neueste Stufe, Parlamentarier wollen Geld für Sitzungen, die nicht stattgefunden haben. Aber nicht nur das, meine Damen und Herren. Es wurden auch Anträge gestellt in Bern, dass Parlamentarier Übernachtungspauschalen wollten für Übernachtungen, die nicht stattgefunden haben und für Verpflegung, die nicht nötig war, weil sie gar nicht an jedem Tag in Bern war, weil der Laden dort geschlossen war. Für das will man jetzt alles trotzdem Entschädigungen. Und da haben sich jetzt die entsprechenden Büroleiter da des Parlamentsbetriebs geäußert. Gesagt, ja, man wolle da schon das kritisch sehen. Das sei so vermutlich doch nicht ganz möglich. Aber bei Härtefällen werde man dann vielleicht eine Ausnahme machen. Meine Damen und Herren, was für Härtefälle sind das? Haben wir Obdachlose, Parlamentarier in Bern? Haben wir Leute, Sozialfälle im Parlament? Haben wir Leute, die eigentlich nur noch ihren ganzen Lebensunterhalt im Parlament, ihrem Parlamentsmandat verdanken und deshalb Übernachtungspauschalen bekommen sollen, die gar nicht stattgefunden haben, die gar nie eingelöst wurden? Ich meine, wenn das, nur schon der Begriff Härtefall in diesem Zusammenhang, zeigt ja schon die völlig verquere Auffassung solcher Mandate. Als ob das eine Art Lebensunterhalt sei, den man irgendwo auch noch im Falle einer Risikoausfallentschädigung dann trotzdem beanspruchen darf, auch wenn man das gar nicht das Amt ausüben konnte. Ich meine, das geht dann also schon ziemlich weit und bestätigt einfach das, was ich im letzten Herbst hier kritisiert habe. Gut, dass das jetzt nach vorne kommt.
Das ist übrigens etwas ganz anderes, als wenn jetzt zum Beispiel sich ein paar überschlaue Journalisten, ich will da keine Namen nennen, einer der Wochenzeitung Die Zeit hat sich da etwas geäußert, naserümpfend, hat sich etwas über Firmen lustig gemacht, die jetzt in dieser Corona-Krise auf bestimmte staatliche Versicherungsleistungen zurückgreifen, zum Beispiel Kurzarbeit. Ich bin auch dagegen, dass man sich zuerst alle Dividenden aus der Firma rausnimmt und dann zum Staat rennt, um eine Entschädigung abzuholen. Aber wir müssen dann schon schauen, in was für Kategorien wir uns hier bewegen. Wenn der Staat Ihnen durch Ihren Garten oder Ihrem Haus eine Eisenbahnlinie durchzieht und Sie enteignet in Ihrem Land, dann entschädigt er Sie dafür. Wenn der Staat irgendetwas macht oder ich weiß auch nicht, einen Militärflugplatz auf Ihrer Wiese hinstellt, dann werden Sie entschädigt. Mit seinem Corona-Lockdown-Programm hat der Bundesrat jetzt eine Eisenbahnlinie durch die ganze Wirtschaft gezogen. Und selbstverständlich ist das doch klar, wenn der Bund derartige Maßnahmen trifft, und das ist wichtig, diese Entscheide wurden nicht von Virologen und Epidemiologen getroffen. Nicht das Coronavirus hat den Lockdown verfügt, sondern das waren Politiker, die das so entschieden haben, unter hoffentlich Auswahl verschiedener Varianten. In Schweden haben sie es anders gemacht. Und wenn der Staat quasi im übertragenen Sinn so eine Eisenbahnlinie durch ihren Garten zieht, durch ihre Wirtschaft, durch ihr Unternehmen, dann ist es doch das Mindeste, dass sie entschädigt werden von diesem Staat, der hier ein Atomtestgelände auf ihrer landwirtschaftlichen Fläche anrichtet, im übertragenen Sinne. Ist ja logisch, dass sie dann dafür irgendwo entschädigt werden. Also hier wieder ganz verquere Ideen von journalistischen Festangestellten, bei denen das Geld vermutlich auch einfach Ende Monat aus der Steckdose herauskommt und viel weiter denkt man dann nicht. Ich verzeihe jetzt diesen etwas flapsigen Seitenhieb, aber er ist durchaus so gemeint. Ja, gehen wir weiter. Also die Parlamentarier haben wir abgehandelt. Ja, gemäß unseren Medien vom 18. April 2020 hat das Schweizerische Staatssekretariat für Migration die Aufnahme von 21 minderjährigen Asylsuchenden aus Griechenland bewilligt. Zurzeit werde der Transfer der Kinder in der Schweiz organisiert. Im Fernsehen konnte man sehen, wie der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn, luxemburgische Sozialistische Arbeiterpartei, seit etwa 150 Jahren im Amt, also gefühlt, die Kinder, die Luxemburg aufgenommen hat, am Flughafen abholt. Also Herr Asselborn hat sich, vermutlich ist er zufällig am Flughafen vorbeigekommen mit ein paar Kamerateams und hat dann dort diese eine Gruppe von Kindern in Empfang genommen. Und diese Kinder, das war hochinteressant, also die waren alle sicher über 16, also Kinder in Anführungszeichen, super modern gekleidet. Einer davon hatte das T-Shirt mit dem Akronym ACAB. Ich kannte das gar nicht, ACAB, aber ich habe das dann recherchiert und das heißt All Cops Are Bastards. Kann sich die luxemburgische Polizei schon freuen. Und diese Kinder, die alle über 16 waren sicher, waren mit den modernsten Kopfhörern und Handys ausgerüstet. Und ich stelle jetzt hier einfach mal die ketzerische Frage, wollen wir solche Kinder auch in der Schweiz? Oder wollen wir uns im Sinne des Solidaritätsbegriffs nach der Definition des deutschen Schriftstellers Enzensberger, möchten wir uns nicht an einem Solidaritätsbegriff orientieren, der, sage ich einmal, begrenzt zunächst einmal die eigene Gruppe der Mitbürgerinnen und Mitbürger ins Visier nimmt, also begrenzte, gelebte Solidarität und einmal schauen, dass wir vielleicht unserem Land zuerst einmal und unseren Kindern und jenen Familien, die jetzt ganz massiv unten durch müssen, dass wir denen schauen, oder wollen wir diese Corona-Kinder, diese 16-Jährigen mit den ultramodernen Handys und All Cops Are Bastards, wollen wir das jetzt in die Schweiz holen? Also die Frage stellen heißt natürlich die Frage verneinen. London macht Druck beim Brexit. Interessant. Will keine Verzögerung, trotz Corona am Brexit so festhalten. Boris Johnson also ganz klar genesen. Übrigens seine Zustimmungswerte massiv gestiegen durch diese eigene Corona-Krise. Aber auch die britischen Medien gesagt, ist seine Verbindung zur
Bevölkerung viel intensiver geworden. Das ist jetzt alles sehr, sehr lehrreich für die Schweiz. Keine Rechtsübernahme, keine fremden Richter, keine Personenfreizügigkeit. Das sind die roten Linien Großbritanniens. Keine Rechtsübernahme, keine fremden Richter, keine Personenfreizügigkeit. Und die Briten trotz Corona auch punkto EU am Ball, bleiben bei ihrem Zeitplan, während bei uns, ich habe es gesagt, der Bundesrat, zumindest eine Mehrheit dort drin, alles zu unternehmen scheint, um dieses Thema möglichst aus der Corona-Krise wegzunehmen, Begrenzungsinitiative wegzunehmen, Rahmenvertrag wegzunehmen, weil sie eben befürchten, dass diese Corona-Geschichte den ganzen europäischen Anbindungsbestrebungen, die in Bern ja mehrheitsfähig sind, wie in Großbritannien übrigens auch im Parlament bis vor kurzem, dass diese Anbindungsbestrebungen eben durch dieses Corona-Ding da in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Dann eine traurige Nachricht zum Schluss. Konrad Ulrich ist verstorben, ein großer Zürcher und begeisterter Weltwoche-Leser, das darf man hier sagen. Er hatte nur bei einem Artikel über Richard Wagner und Frau Merkel, den wir vor einigen Monaten einen brillant geschriebenen polemischen Artikel war er überhaupt nicht einverstanden und wir haben dann diskutiert und auf seine Anregung hin haben wir dann einen anderen Wagner- und Merkel-Artikel noch drin gehabt, der hier etwas die andere Seite gebracht hat. Also Konrad Ulrich, eine ganz große Persönlichkeit, die leider jetzt nicht, so wie ich weiß, im Zusammenhang mit Corona verstorben ist. Ein großer Vertreter des Zürcher Patriziats, mehrere Dutzend Bürgermeister als Vorfahren, Dr. Jur, einst traditionsreicher Verlag, Berichtshaus, früher Zunftmeister zur Meise, Obmann der Gesellschaft, der Schildner zum Schnecken und so weiter. Also eine bürgerliche Persönlichkeit der obersten Hubraumklasse. Wir gedenken Konrad Ulrich und senden den Hinterbliebenen unser aufrichtiges Beileid. Meine Damen und Herren, ich bin mit den Nachrichten am Ende. Ich möchte aber mit einer guten, positiven Meldung schließen. Es gibt ja immer wieder schöne Erlebnisse, auch in Zeiten von Corona. Für mich ist es die Wiederentdeckung mit meinen Söhnen der Sportart Landhockey und zwar mit Unihockeyschlägern. Man freut sich ja an kleinen Dingen. Wir können in unserem Garten jetzt kleine Hockeyturniere spielen mit Unihockeyschlägern, aber Landhockeytechnik. Ich habe früher einmal Landhockey gespielt bei verschiedenen Vereinen und habe mir jetzt wieder einen Schläger bestellt und möchte wieder das Training etwas aufnehmen, zumindest in den spärlichen Randzeiten. Aber das ist eben auch noch das Schöne. Ein zweites Erlebnis, am Wochenende sind wir in meiner alten Heimatstadt Kloten, wo ich aufgewachsen bin, sind wir an einem öffentlichen Feuerstelle, haben wir da eine Wurst gebraten, da ist ein Passant vorbeigekommen, der uns länger unterhalten und der hat mir dann erzählt, dass in Kloten, im Homberg, dem damaligen Hombergweiher, in dem wir noch baden gegangen sind in den 70er Jahren, jetzt ist er ziemlich verlandet, das ist der neue Naturschutz, man darf diese Weiher nicht mehr ausbaggern, aus Naturschutzgründen, dann verlanden sie und dann gehen die Frösche auch weg, also das sind die inneren Widersprüche des Naturschutzes. Und er hat mir erzählt, dass eben der ganz berühmte Schweizer Zoologe, Fernsehzoologe Hans A. Traber in diesem Biotop in Kloten ebenfalls seltene Tierarten und Molcharten und Frösche und so weiter studiert hat. Und war eine Kindheitsreminiszenz für alle, die Hans H. Traber noch gekannt haben. Und im wunderschönen Hombergwald von Kloten wieder Begegnungen mit der eigenen Kindheit und mit vielleicht mit Sportarten, die man früher gemacht hat, neu erlebt mit den eigenen Kindern. Das sind so die freudigen Sachen. Nun aber schließe ich. Ich habe bereits wieder mein Zeitkontingent aufgebraucht. Alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily. Vielen Dank.